Ach, einer von den Untoten, die uns ganz zu Anfang angegriffen haben, ne? Das waren doch auch diese Building Destroyer. Ja, ist alles ein bisschen aufgeschnitten, ne? Der Unterkörper ist aufgeschnitten und so weiter. Dem ist nicht groß, aber dafür hat er ordentlich Muskeln. Der macht das schon. Das ist unser neuer Wachdienst. Der muss sich das aber auch aussuchen, wie er Lust hat. Ne? Der läuft doch auch schon seit Jahren bei uns rum. Der hat aber die Elfen, glaube ich, auch nicht angegriffen, ne? Der lief doch auch früher mal immer hier draußen rum in dem Bereich und hat dort nicht gestört. Aber jetzt anscheinend ist das unser Festungsverteidiger. Wir brauchen gar kein Militär mehr. Dafür haben wir unsere Untoten. Na, außer der Untote stirbt jetzt endgültig. Oder bis der nächste Nekromancer kommt, so eher. Na, schafft er das? Ah, sieht ja schlecht aus, ne? Ich kann es immer so schlecht einschätzen, weil alles blinkt. Das Blut ist doch auch neu. Ihr habt doch auch hier, genau. Ihr habt einen davon nämlich umgebracht. Da kommt das Haar nämlich her. Das war doch vorhin auch noch nicht. Deswegen stehen die da auch noch teilweise rum. Dem ist das egal? Oder ist der tot? Das ist hier das nächste Problem. Das Haar hier lebt und kämpft und die Haars sind halt tot. Man sieht den Unterschied nicht, genauso wie die hier. Die liegen ja da, wo früher die Stockpiles waren. Die gibt es in Rot und Weiß und unterschiedlicher Hintergrundfarbe und so weiter. Das erkennt man nicht. Aber der ist doch stark. Der hat den Trupp besiegt. Zwei Trupps sind besiegt worden. Siege gibt auf. Unsere untoten Verteidiger haben das gerissen. Der Trupp hier unten ist direkt abgehauen, wie ich ja sagte. Der eine Trupp hier mit ein paar Überlebenden, der haut jetzt schnell ab. Jetzt kommt die Heimat. Oh, es kommt doch noch eine Heimatkarawane. Da können wir unsere Artefakte hin verkaufen. Ich habe keinen Bock mehr auf Artefakte. Jetzt hoffen wir mal, dass die Leute jetzt nicht die Karawane angreifen. Theoretisch ja nicht. Die sind ja gerade alle am Fliehen. Gehege wieder runter, Gang wieder runter. Wenn wir den Gang unten haben, müssen wir direkt den Leuten sagen, schleppt mal alle Kisten dahin. Als ob das irgendein Zwerg jetzt machen würde. SBO. Was ich jetzt aber noch mache, ist bei dem Alarm. Ich werde euch einmal kurz aus dem Militärdienst sozusagen alle freistellen, dass sie Zivilisten sind. Dann haben wir ein paar mehr Leute, die tragen können. Weil das wird jetzt wichtig. So, der eine Untote kämpft noch gegen einen Mensch. Die Karawane kam eigentlich immer von oben. Kommt sie diesmal anscheinend nicht. Wo ist sie denn? Ah, da ist er. So. Nur zwei Wagen diesmal. Ja gut, wir haben ja schon eine ganze Karawane verloren, ne? Bei einem der Angriffe ist ja schon mal eine ganze Karawane flöten gegangen. Dass sie überhaupt mit zwei Wagen kommen, ist ja schon mal gut. Die Brücke ist unten. Das heißt, der Alarm kann raus. Wir hoffen, dass wir gerade einen Broker. Wir haben einen Broker, das ist gut. Der soll hier mal herkommen. Und wir bringen jetzt alles hier hin, was irgendwie mit. Ich bin gerade wieder blind. Quarz da. Alles, was mit Quarz zu tun hat, sollen wir jetzt da hinschleppen. Wir haben so viele Quarz. Waren sie fleißig, die Zwerge. So. Schleppt mal alles dahin. Der Broker schläft ja aktuell noch, ist nicht schlimm. Wir haben ein bisschen Zeit, haben wir ja. So, dann hoffen wir. Wir hoffen jetzt das Beste. Zum einen, dass wir alle Artefakte verkaufen können und dass die uns genug Sachen mitbringen, die wir auch gebrauchen können. Auf der anderen Seite haben wir in unserem schönen goldenen Trading Depot noch so viele Sachen rumliegen, die wir nicht mal einlagern konnten. Was auch daran liegen kann, dass einfach zu viele Zwerge gestorben sind. Die kamen gar nicht mehr zum Einlagern.
Ich muss hier noch nachsmoosen. Oh, da. Oh, die kommen doch alle und holen jetzt die Kisten ab. Ich bin stolz auf euch. Dass doch so viele Zwerge in der Lage sind. Und wir sind wieder nicht attraktiv für Migranten. Langsam wird es problematisch. Das könnte an der riesigen Anzahl Särge liegen, dass Migranten uns nicht toll finden. Verstehe ich gar nicht. Okay, die Reihe ist auch komplett voll. Ja, super. Wir haben immer noch keinen einzigen Sarg, der leer bleibt. Wir haben zu viele Tote. Ich will nicht auch noch diesen ganzen Raum vollkriegen mit Leichen. Das ist einfach. Also ich weiß ja nicht. Das wird einfach zu viel. Da ist die Karawane gleich da und ist noch nicht mal die ersten Kisten oben angekommen, ne? Da, die ersten, da kommen sie schon. Da kommen sie. Die ersten Kisten sind auf dem Weg. Das ist gut. Mehr als die Hälfte der Kisten haben sie auch schon hochgebracht. Das heißt, noch ein zweiter Schwung und dann haben wir alles oben. Ist gut, dass wir Knochen und so verboten haben, aber man sieht halt auch, manche Zwerge sind einfach schwer verletzt. Die brauchen ewig, um eine Kiste zu tragen. Andere Zwerge sind noch gut zu Fuß, aber der Großteil eher nicht, ne? Ich weiß auch immer noch nicht, was hier in unserem Hühnerstall rumgammelt. Das könnte an dem toten Hühnchen liegen. Ja, hier. Genau, das Hühnerskelett, das ist er. Das war hier unser. War es der Koch? Der Koch hatte schlechte Laune und musste unbedingt sich mit dem Hühnchen prügeln, ne? Okay, die Händler laden schon mal aus. Los, bringt die Sachen dahin. Ich will den ganzen Mist endlich loswerden. Ich habe da keine Lust. Ich will alle Artefakte verkaufen. Ich will keine Artefakte mehr haben. Sind schon alle da? Nein. Guck mal, da sind noch ein paar Leute mit ihren Mulis unterwegs. Haben die auch wieder ihren Klumpfußwächter dabei? Nee, der ist beim letzten Mal. Doch, da oben. Entweder war er beim letzten Mal nicht mit oder die haben mehrere davon. Da ist noch einer. Ich glaube, das war der mit dem blonden Bart, ne? Vorausgesetzt, sie nehmen immer dieselbe Grafik für denselben Zwerg. Würde ich sagen, es war er hier. Der übliche Klumpfußwächter, der einfach nicht hinterherkommt. Was nicht schlimm ist, weil ich glaube, wir können eh nicht handeln, bevor nicht alle da sind, ne? Also noch können wir nicht traden. Obwohl der da ist. Was? Okay, gut. Der eine Händler fehlt noch. Ich weiß nicht, ob wir auch auf die Wächter fahren, Wächter warten müssen. Auf ihn hier auf alle Fälle noch. Das ist der letzte mit Packesel, ne? Na gut, und auf die beiden Wachzwerge warten wir mal nicht. Oh. Wir können auch auf die letzten Kisten warten. Was ist denn dein Auftrag? Der weiß auch nicht, wo hier ist. Ich gehe im Bogen. Ich bin langsam, weil verletzt. Oder einfach nur. Nee, der ist nicht verletzt. Der ist einfach nur schwach. Dem ist die Kiste einfach zu schwer. Der einzige Zwerg, der mit diesen ganzen Steinfiguren und so weiter nichts anfangen kann. Das sind sie alle da, ne? Ich kann immer noch nicht traden. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich müssen wir doch auf die beiden Wächter warten, ne? Aber dann ist das mit den Kisten wenigstens kein Problem, weil der Stockpile, die Kisten sind weg. Das Einzelzeug, was da noch rumliegt, ist wahrscheinlich eh von irgendwelchen Toten, würde ich mal vermuten. Wenn ich da jetzt gucke, was haben wir hier? Nö, hier ist auch alles Kacke hier.
Da liegt eine Krücke. Irgendwelche Lederklamotten. Da haben die irgendwelche Sachen einfach ausge. Da ist noch ein Bin. Also das ist eine leere Bin. Wasserflasche, Hosen. Da haben ihre Klamotten halt wieder. Dass die Zwerge immer anfangen, ihre Klamotten einfach. Die explodieren einfach da raus. Das ist genauso mit meinen Kindern, wenn die nach Hause kommen, auch erstmal aus den Klamotten explodieren. Das machen die Zwerge anscheinend auch. Wenn ihre Klamotten kaputt sind, dann explodieren sie auch einfach nur von ihrem Körper weg und laufen dann nackt rum oder sie finden was Neues. Ich glaube, standardmäßig bleiben Zwerge aber nackt. So, jetzt könnten wir traden, aber es sind noch nicht alle Kisten da. Auf der anderen Seite. Wie sieht es hier unten aus? Wo sind. Da ist der eine Klumpfuß mit der Kiste. Der ist gerade auf der Treppe. Da ist noch eine Kiste. Das sind zwei. Da war noch eine. Drei. Es geht hier gerade die Treppe hoch. Wollen wir auf die fünf Kisten pfeifen und einfach schon mal los traden? Ja, ne? Bevor die gleich abhauen. Ich würde halt gern die Artefakte loswerden. Das ist mir wirklich ein Anliegen. Wenn sie eh geklaut werden, kann ich sie auch verkaufen. Das Problem ist nur, das senkt halt auch dann wieder den Wert unserer Festung und wir kriegen auch so schon keine Migranten angezogen. Das kann aber auch einfach an dem Massensterben liegen. Oder wir können ja der anderen Kolonie, da wir ja die Heimatstadt sind, kann ich ja nicht sagen, wir können unserer Heimatstadt das zeigen. Nein, wir müssen das unserer Kolonie ja zeigen, wie toll wir sind. Indem wir der Karawane, die gekommen ist, einfach allen möglichen episches Zeug verkaufen und zeigen, guck mal, wie toll wir sind, was wir euch alles geben können. Kommt doch vorbei, Leute. Wollen wir das mal machen? Komm, wir haben. Ja, warte, wir warten noch. Die paar Kisten sind direkt hier vor. Wenn der eine es gleich nicht schafft, da bist du das? Du bist das nicht. So schnell bist du nicht. Der wird hier irgendwo noch im Gang hier rumdümpeln. Immer da ist er. Auf den warte ich nicht. Auf den auch nicht. Könnt ihr vergessen. Ich warte auf die jetzt hier oben. Auf den hier warte ich jetzt noch. Boah, selbst der ist mir zu lahm. Aber er ist, glaube ich, immer noch schneller als er hier. Immer noch nicht angekommen. Ich will doch jetzt gleich nur handeln. Artefakte loswerden und alles kaufen, was sie haben. Alles. Außer Fleisch. Fleisch liegt noch vom letzten Mal da oben rum. Ja, wenn wir irgendwas nicht brauchen, ist es Nahrung, ne? Nein. Nahrung haben wir genug. Trinken haben wir genug. Wir könnten noch mal Fisch kaufen. Der Fisch geht langsam zur Neige, aber ganz ehrlich. Unser Wales war auch, glaube ich, mal bei 6 vorne, ne? Das ist runtergegangen. Ich glaube, das könnte an dem ganzen geklauten Artefakten liegen. Architektur ist runter, glaube ich. Deswegen, ich weiß es gerade gar nicht. Oder es geht daran, dass die Sachen hier mit dem Held waren, mit den Klamotten. Da die ja alle ihre Klamotten verlieren, kann es natürlich auch daran liegen. Ist der jetzt da gewesen? Ja, ne? Ich sehe ihn jedenfalls nicht mehr draußen. Kommen wir so, wir traden jetzt. So, was brauchen wir denn? Wir kaufen alles. Das erste, was ich jetzt mache, ist Artefakte suchen. Ich werde erstmal werde ich alle Artefakte verkaufen, dann gucken wir dann nämlich, was wir dafür kriegen. Ich glaube nämlich, dafür kriegen wir schon alles. Können ja einfach nochmal durchgehen. Artefakte. 4000er Kiste, 2000er, 8000er Kiste. Die sind gar nicht so teuer, die Kisten. Kaputte Klamotten. Da ist zum Beispiel. Da muss ein Artefakt drin sein. Da ist es. Das ist aber nicht die Tür, ne? Da ist auch schon Blut drauf. Natürlich. Wir verkaufen schon. Na, Senji, schön, dass du da bist. Wir verkaufen blutige Artefakte, das ist doch klasse. So, ist hier auch ein Artefakt drin? Sieht auch so teuer aus. Aber nee, das ist einfach nur unglaublich viel drin. Ich weiß auch noch nicht, woran das Spiel das festmacht, was ist wie wo.
wie viel in die Kiste passt. Oh, hier sind 10.000. Ich muss ja nur auf alles achten, was über 1.000, was mehr als 1.000 wert ist, ist ein Artefakt. Oder auch nicht. Ah, ne, das war die Kiste. Hier, da ist noch ein Artefakt. So, weg damit. Was bist du? Ein Ring. Okay. Ein epischer Ring wird verkauft. Hier war doch auch jetzt eins. Da war doch auch eins bei. Ich habe doch gerade diesen ewig. Das ist 67.000 als. Nein, da ist. Ist auch ein Artefakt. Das ist hier extra drin. Ohrringe. So. Hauptsache weg damit. Wenn es nicht mehr da ist, kann es auch nicht geklaut werden. Das ist schade für den Wert unserer Festung. Das ist schade für die Leute, die sich damit beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, vor allem deswegen problematisch, weil ich glaube, wahrscheinlich werden die dann deprimiert, wenn, weil die immer sagen, die wollen das für ihre Familiengruft und so weiter haben. Wenn sie dann mitkriegen, dass Scheffe das einfach verkauft, ich glaube, das macht nicht glücklich, ne? Wenn die Erbstücke einfach verkauft werden? Ich weiß nicht. So, das ist die Kiste. Und die 8.000 nur, nicht 80.000, verguckt. Wir haben gar nicht mehr so viele Artefakte, wenn ich mir das so angucke. Wurden schon alle weggeklaut. Das ist auch nur die Kiste. Wir haben keine Artefakte mehr. Hier muss eins sein. Für 17.000, da muss ein Artefakt. Nein, da sind die Rockknochen-Dinger drin. Das hat die doch haben, ne? Hier ist 9.000, das zählt auch nicht. 2000, Alter. 8000, auch nur die Kiste. Wir haben wirklich keine Artefakte. Es tut mir leid, dass wir jetzt, das jetzt zugucken dürfen, wie ich Artefakte suche, aber. Nee, das ist auch kein. Wir haben. Die wurden uns alle schon weggeklaut. Wir können nicht mehr, mehr welche. Wir haben kaum mehr Artefakte zu verkaufen. Das waren jetzt drei Stück. So, okay. Immerhin macht er jetzt erstmal. Ari ist die einzige, die noch lebt. Alles andere stirbt. Nee, nein, die ganzen Tiere in den Kisten will ich doch nicht mitnehmen. Brauchen die noch mehr Tiere? Nehmen die Käfige, ja. Aber nicht die Tiere in den Käfigen. Das könnt ihr vergessen. Wir können die Milch und sowas gerne mitnehmen. Ich kann Barren mitnehmen. Ich nehme gerne alles mit. Aber keine Tiere im Käfig. Wir nehmen die ganzen Klamotten mit. Shift-Enter. Guck mal, kann ich alles auswählen. Aber ich will ja nicht die Tiere mitnehmen. Ich mache das jetzt trotzdem einmal so unkompliziert. Ja, nehmen wir das Fleisch doch mit. Ich will kein Fleisch mit haben. So, dann hast du nämlich das. Und dann haben wir hier die Tiersachen. Pulpe hat irgendwas. Fisch können wir gerne mitnehmen. Plants brauchen wir auch nicht. Die lassen wir auch hier. Also die Plump Helmets zumindest. Wir können die ganzen Beeren und so weiter mitnehmen. Wir können die Seide mitnehmen. Wir nehmen die Backpacks und so mit. Käse. Splints und Quanches wieder. Und dann müssen wir jetzt bei den Büchern wieder gucken. It contains the process of the. Okay. Nichts mit lebenden Toten. Irgendwas mit Wasser, mit Regenfällen, ist mir egal. Ein Wheelbarrow aus Stahl. Wir haben es ja. Tiere in verschiedenen Klimazonen. Auch schön. Was haben wir hier? Auch Tiere in verschiedenen Klimazonen. Das sind irgendwelche. Was ist das für ein Kodex? Ich weiß immer noch, Kodex hat nichts mit Totenbeschwörern zu tun, aber ich traue dem nicht. Es soll damit nichts zu tun haben. Ich warte ja immer noch darauf, dass wir irgendwann mal ein Buch finden, wo die Geschichte von Ari oder irgendwem von unseren Zwergen erzählt wird. Ja, irgendwie so eine Gedichtsammlung über die Zwerge, die hier alle verreckt sind.
So, auch nichts von Leben und Tod. Gut. Hier auch nicht. Jetzt lesen sie nachher wieder viel zu viel. Ne? Wir nehmen das Papier auch noch mit. So, jetzt macht ihr einen Gewinn. Also, jetzt muss ich ja wieder zur Seite rutschen. Der macht jetzt 200% plus. Der wird glücklich sein. Wahrscheinlich sind die Artefakte in den zwei, drei Kisten, die noch unterwegs sind. Deswegen sind die auch so schwer, weil Artefakte drin sind. Wir traden.